allem macht, ist unter anderem in Gruppen zu denken. Das heißt, die große übergeordnete Frage, wie kann Inklusion aus Sicht des Gehirns gelingen, könnte ich ganz schnell und einfach beantworten mit der Aussage, wir müssen Gruppen neu definieren. Und was meine ich damit? Wir sollten halt weniger schauen, was grenzt Menschen ab und wer unterscheidet sich wie voneinander oder was gibt es da für Unterschiede und Trennungen, sondern stattdessen fragen, was verbindet uns eigentlich? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können und der uns dann als neue Gruppe zusammenbringt und damit auch Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl stärken kann? Deswegen so gut gefallen, weil er, ich sag mal, aus neurowissenschaftlicher, aber ganz anschaulicher Perspektive gezeigt hat, dass wir es selbst in der Hand haben, Veränderungen anzustoßen. Dass wir also nicht darauf warten müssen, dass jemand anders kommt und uns sagt, wie wir Veränderungen machen können, sondern dass wir sie selbst machen können. Das Behindertenwerk wird immer die Herausforderung haben, nicht stehen zu bleiben, weiter voranzugehen, Menschen zusammenzubringen. Und für Menschen mit Einschränkungen immer die passgenaue und richtige Wohnung, Arbeit und auch den Freizeitbereich zu organisieren. Das Behindertenwerk Mein Kind sich ist ein ganz, ganz großer, ja, ich sag mal, Ideengeber, Impulsgeber, aber natürlich auch Partner von uns als Kreisverwaltung, von vielen anderen Vereinen, von Kommunen. Aber es kommt immer wieder ein Impuls des Behindertenwerkes. Sehr, sehr positiv und sehr, sehr inklusiv und tatsächlich auch wertschätzend wahrgenommen. Es war eine total schöne Atmosphäre im Raum gerade. Ich hatte das Gefühl, dass die anwesenden Menschen wirklich da waren, also nicht nur ihre Körper, sondern komplett mit der Aufmerksamkeit und den Gedanken. Und ich hoffe, dass es noch ein weiterer, schönerer Abend wird. Musik